Bitte Vogel, bitte schön. Und nächster Redner Markus Vogel, SPÖ. Der Kollege, der Klubobmann Wöginger, hat zuerst gemeint, ich könnte mich eigentlich als Personalvertreter eines großen Industrieunternehmens freuen über den Familienbonus Plus, weil aufgrund unserer Einkommenssituation natürlich die Beschäftigten in meinem Unternehmen davon profitieren. Jetzt bin ich aber auch Vorsitzender der GPADJB in Oberösterreich und wir vertreten sehr viele Bereiche. Unter anderem auch Handel, Sozialversicherungsbereiche, also die sozialen Bereiche, wo viele Frauen, und das ist nicht immer nur freiwillig gewählte Teilzeit, aufgrund sozusagen dieser Möglichkeiten, die nicht die Möglichkeit haben, wirklich hier sozusagen so viel zu verdienen, dass sie den Familienbonus in voller Höhe ausschöpfen können. Und das ist der Unterschied, was uns trennt. Zum einen mal das Wissen, dass die persönliche Leistung nicht immer gleichzusetzen ist mit dem, was sie verdienen kann. Und das Zweite, dass uns alle Menschen gleich viel wert sind. Zum Konsumentenschutz, für den ich eigentlich zuständig bin, möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Wir haben es ja schon beim Kollegen Kolber gehört. Wundersame Vermehrung. Es sind übrigens, lieber Peter, nicht 1,5 Millionen. Es wurde im Ausschuss ja auch richtig berichtet. 50% dieser Mittel bis maximal, und wir reden von einem Maximalbetrag von 750.000 Euro, sollen zur Verfügung stehen. Weniger, als wir in den vergangenen Jahren schon hatten. Sieht man sich das an, was hier an Wirkungszielen drinnen ist, dann merkt man, Konsumentenschutz ist so wie im Regierungsprogramm, auch in diesem Budget spielt er keine Rolle. Wenn wir das Verbraucherbehördenkooperationsgesetz, eine EU-Richtlinie, die schon sozusagen erlassen worden ist, die bis Anfang Jänner 2020 umzusetzen ist, mit Ende 2019 umsetzen wollen, dann wissen wir, wie ambitioniert wir hier vorgehen sozusagen im Bereich Konsumentinnenschutz. Aber lassen Sie mich auf das Thema Beschäftigung Älterer eingehen. Und hier ist schon oft gesprochen worden über die Aktion 20.000. Und nur noch einmal, um das klarzustellen. Es ist dieses Sammelruf-Sammeltaxi bis erwähnt worden und es geht schon ernst um das Thema Würde, das der ehemalige Sozialminister Stöger angesprochen hat. Wisst ihr, es ist ein Riesenunterschied und horcht es doch einmal zu. Ihr redet ständig von Stärkung des ländlichen Raumes. Da gibt es ältere Menschen im ländlichen Raum, die haben einfach den Anspruch auf Rechte. Die wollen nicht immer bitten und betteln müssen, dass sie irgendwer fiert. Die möchten einfach mal die Möglichkeit haben, wo anzurufen. Und dann werde ich gefeiert. Ich werde zum Arzt gefeiert, ich werde zu meinen Freundinnen gefeiert. Und das gibt es. Und das wird jetzt dadurch, dass die Aktion 20.000 eingestellt wird, wird es diese Aktion nicht mehr geben. Es wird sie nicht mehr geben. Und das macht den Unterschied zwischen uns aus. Und jetzt könnte man sagen, okay, das heißt ideologisch, geben wir dann Aktion 20.000 nicht. Faktisch ist aber, wir haben ältere Arbeitslose. Und wir wissen, dass sie die extrem schwer am Arbeitsmarkt. Was tat's denn dann mit denen? Jetzt wissen wir, Beschäftigungsbonus Plus, ui, ganz schlecht, ne? Weil da haben wir schon dafür gesorgt, dass Leute, die in Österreich arbeitslos sind, in Beschäftigung kommen und nicht sozusagen ungeordnet ist, was ihr mir gefordert habt, liebe Kollegen von der FPÖ, Leute aus dem EU-Ausland zu uns kommen, aber den schaffen wir jetzt auch ab. Und was machen wir jetzt mit den Älteren, die länger zu arbeitslos sind? Was tun wir denn? Eure Antwort drauf, Rot-Weiß-Rot-Card aufmachen und dann die Mangelbedarfsliste regionalisieren. Null Unterstützung für die Älteren in unserem Land, sondern wir holen uns Billigarbeitskräfte herein. Ist das die Linie der FPÖ, die ihr jahrelang sozusagen gemacht habt? Echt super, was ihr zu dem Thema zusammenbringt. Und dass das die Leute draußen in den Betrieben auch mitbekommen, was ihr macht. Nur ein Beispiel, wir hatten letztens Arbeiterbetriebsratswahl bei uns im Unternehmen. Wir hatten ursprünglich 14-2, 14 rote, 2 blaue Mandate. Inzwischen steht es 15-0. Die Leute wissen, was da auf einer zukommt. Und ich sage nur das Thema Altersteilzeit. Sagen wir, seid ihr wahnsinnig? Darf ich das sagen? Wurscht. Einfach das umzustellen, den Zugang zur Altersteilzeit um 2 Jahre nach oben zu schaffen. Ich meine, sowas ist im Sinne des Vertrauensschutzes absolut unsozial. Und habt ihr irgendwo einmal... Einfach einmal klar gemacht, was es für die Frauen heißt. Wir haben jetzt eine Übergangsregelung für die Frauen. Das heißt, sie werden jetzt schrittweise langsam das Pensionsrate von 60 auf 65 anheben. Und gleichzeitig macht sie für die Frauen nichts in dieser Regelung der Altersteilzeit, dass man wenigstens denen dort entgegenkommt. Habt ihr das irgendwann mal mitgedacht? Nein, habt ihr nicht. Und zum Schluss nur vielleicht eines. Wir haben bei uns ein Sozialprojekt für Langzeitarbeitslose. Weil Sie immer sagen, Frau Ministerin, ich habe Geld in Hülle und Fülle, dann schütten Sie bitte dieses Geld aus. Dieses Projekt Gasthaus zur Brücke, ein super Projekt, wo alle dafür sind, dass Langzeitarbeitslose dort in Beschäftigung sind, ist von der Einstellung bedroht, weil das AMS keine Mittel zur Verfügung hat. Und das ist die Realität draußen, auf die wir in den Bundesländern stoßen. Und das ist auch die Politik, wo auf einmal die ÖVP-Politiker rennen
Und in der Region auf einmal wisst ihr, dass ganz, ganz wichtig war. Da herinnen stimmt es für ganz andere Politik. Aber das Grundproblem, was wir natürlich haben, ist, für Sie seien das keine echten Jobs. Nur ganz ehrlich, für die Menschen, die dort beschäftigt sind, fühlt es sich aber genauso an, dass sie einen Job haben. Und zum Abschluss noch, ihr habt recht, um all das zu verhindern, braucht es eine vernünftige Ausbildung. Sie haben im Jahr 2019 die Mittel nicht budgetiert, um die Ausbildungsgarantie umzusetzen. Daher bringt den Entschließungsantrag der Abgeordneten Muchitsch, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Finanzierung der Ausbildungsgarantie bis 25 auch 2019. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz wird aufgefordert, sicherzustellen, dass die erfolgreiche Ausbildungsgarantie für junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr auch 2019 weitergeführt werden kann und dass die dafür erforderliche Finanzierung bereitgestellt wird. Markus Vogel von der SPÖ kritisiert die Einstellung der Aktion 20.000. Diese sei auch der Entwicklung des ländlichen Raums zugute gekommen.